Ich möchte in den nächsten Minuten darüber sprechen, warum wir heute und in den nächsten Jahren über Climate Engineering forschen sollten. Climate Engineering, was ist das eigentlich? Worum geht es? Es geht um die bewusste Manipulation des Klimas. Ein Eingriff in die Erdtemperatur durch den Menschen. Der Mensch macht das unbewusst schon ziemlich lange, nämlich durch das Ausstoßen von Treibhausgasen. Seit etwa 150 bis 200 Jahren befeuern wir den Treibhauseffekt und den Klimawandel. Und die Prognosen sagen, dass wir in den nächsten 100 Jahren eine Erhöhung der Temperatur zwischen 1,5 und 4,5 Grad zu erwarten haben im Vergleich zu dem vorindustriellen Level. Auswirkungen hat das zum einen auf die Polkappen. Wir können erwarten, dass die Polkappen schmelzen, dadurch der Meeresspiegel steigt. Wir mehr Unwetter haben werden, mehr Überschwemmungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch mehr Trockenheit, mehr Dürren, mehr Ernteausfälle. Was dann wiederum für die Menschen dazu führt, dass es mehr Leid und mehr Not geben wird. In dieser Situation und wenn wir die Klimaverhandlungen uns ansehen, ist aber nicht zu erwarten, dass das sich in nächster Zeit ändern wird, dass wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Sieht eher danach aus, als würden wir einfach so weitermachen und in Richtung 4,5 Grad gehen. Und da diese Klimaverhandlungen eben nicht sonderlich erfolgreich sind, wird immer häufiger darüber diskutiert, erneut in das Klima einzugreifen. Und zwar dieses Mal bewusst mit technischen Mitteln. Sie sehen hier einen Überblick über verschiedenste technische Vorschläge, die gemacht wurden, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich möchte nur über eine sprechen und sie exemplarisch herausgreifen, um Ihnen zu veranschaulichen, worum es geht. Dafür spreche ich über die Einbringung von reflektierenden Aerosolen in die Stratosphäre. Was ist das? Reflektierende Aerosole, das sind Kleinstpartikel, zum Beispiel Schwefeldioxid, die weit über unseren Köpfen etwa 18 Kilometer in die Stratosphäre eingebracht werden durch Flugzeuge oder Ballone und die dann dort einen Teil des Sonnenlichtes abschirmen, der von der Sonne kommt und ihn zurückreflektieren in das Weltall. Das heißt, diese Sonnenstrahlen kommen nicht bei uns an, an der Erdoberfläche und führen da dann nicht zu einer weiteren Erwärmung und können sogar zusätzlich eine Abkühlung hervorrufen. Man geht davon aus, dass es funktioniert, da das bereits beobachtet worden ist, wenn große Vulkane ausbrechen. Man kann in den folgenden 2 Jahren dann einen Rückgang der Temperatur beobachten. Und das, was Vulkane in diese hohen Bereiche schleudern, ist eine ähnliche Substanz. Diese Idee hört sich nun etwas abwegig an und sie ist verbunden mit vielen Risiken und zum heutigen Zeitpunkt auch viel Unsicherheit. Wir können schon beim Klimawandel kaum abschätzen, was für weitere Folgen eine starke Erhöhung der Erdtemperatur hat. Noch weniger können wir das abschätzen für die Einbringung von Aerosolen. Wir wissen also nicht, was mit dem Niederschlag passiert, was mit dem Ökosystem und dem Klimasystem passieren würde, wenn wir diese Technologie einsetzen. Zudem ist großes Konfliktpotenzial damit verbunden. Denn wer genau entscheidet, wie warm oder wie kalt wir denn nun die Erde stellen, quasi? Jemand in Sibirien hätte es vielleicht gerne noch etwas wärmer und ist gar nicht unbedingt daran interessiert, Sonnenstrahlen abzuschirmen. Wohingegen jemand am Rande der Sahara natürlich daran interessiert ist, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Und diese vielen verschiedenen Argumente sprechen eigentlich dafür, sich nicht mit der Idee zu beschäftigen. Denn wir werden einen anderen Weg finden, könnte man sich sagen. Und die Idee ist so gefährlich, lassen Sie einfach vom Tisch nehmen. Aber das ist nicht realistisch. Sie wird diskutiert, und zwar immer mehr. Und wir können heute noch nicht sagen, ob wir in 30 Jahren nicht in einer Situation sind, wo wir ernsthaft überlegen, gegen den Klimawandel solche Technologien einzusetzen. Und in diesem Zeitpunkt, also zum Beispiel in 30 Jahren, ist es dann aber nicht mehr möglich, von einem auf den anderen Tag Wissen darüber zu generieren, was denn alles noch passiert, abgesehen davon, dass die Temperatur zurückgehen würde. Und wir müssen deswegen heute forschen, um für die Zukunft das Wissen bereitzustellen, das wir brauchen, um dann eine gut informierte Entscheidung treffen zu können, ob oder ob auch nicht diese Technologie eingesetzt werden sollte. Das sind die Gründe, warum wir heute bereits mit vielen anderen Disziplinen zusammen an diesen Fragestellungen forschen.